Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Mario Kart 64, ein Old-Time-Klassiker. Ich habe keinen Sound mehr. Ich habe das Spiel verbuggt. Hey, ich bin gut. Jetzt nicht mehr. Wir spielen das Ganze hier auf der Virtual Console der Wii mit dem Wii Classic Controller. Und ja, dann schauen wir mal. Hier, Classic Grand Prix. So, select your player, ne? Ist ja klar, wen wir benutzen, ne? Und dann wollen wir mal loslegen mit dem Mushroom Cup. So, ja. Mario Kart 64, Vorgänger von vielen Mario Kart Spielen. Und der erste, das erste 3D Mario Kart. Das wirkliche erste, kann man so sagen. Naja, so dieses Super Mario Kart, das war ja mehr so. Naja, war zwar auch ne, mit Strecken und so, aber mehr flach. Hier sieht man ja mehr, also wirklich die 3D-Modelle und ja. Ja. Mario Kart 64 echt ein wunderschönes Spiel, auf jeden Fall. Auch noch heute. Die Strecken sind ja. Ups, ich bin gerade am Mikro rangekommen. Hoffe, hat man nicht gehört. Ah, die Strecken sind ja immer noch wunderschön, auch noch heute. Ach gut, vielleicht haben sie ein bisschen an Grafik verloren, naja. Aber es ist immer noch schön zu spielen. Und ja, das passt ja einfach. So, hier können wir auch schön driften, können wir schon im Spiel. Das ist auch sehr cool. Und die Fake-Boxen gibt es hier noch, wo man die Mario Kart abgeschafft hat. Weiß ich nicht, ich fand die eigentlich mal cool. Oh, da ist jemand reingefahren. Und Second Lap, cool, cool. Da ist ein Luigi-Ballon mit einem Itembox, die bekommen aber nicht. Schade. So. Okay. Ja, wir spielen Mario Kart 64 so ein bisschen, damit wir uns ein bisschen die Zeit vertreiben können, bis das nächste DLC Pack Nummer 2 bei Mario Kart 8 erscheint. Und ja. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Mal gucken, welche Fails oder ob wir gar keinen erleben werden oder ob wir irgendwas anderes erleben werden. Da war der erste. In die Banane gefahren. Grandios. Ich möchte anmerken, wir spielen 50 CCM und die Gegner sind schon stark, würde ich sagen. Natürlich gab es damals auch noch keine Münzen, außer in anderen Mario Kart Teilen, aber hier im 64er Teil gab es keine. Ja. Ich glaube, das wäre auch zu kompliziert geworden, wenn jetzt hier noch so 3D-Modelle, Objekte von. Wieso habe ich den jetzt nach vorne geworfen? Ich weiß es nicht. Von Münzen gewesen wären. Ja. Eine Banane. So, hier auch ganz lustig, wenn man die Dinge hält, dann wird man ein bisschen mehr nach vorne getan. Also von der Optik her. Die Kamera geht mehr nach hinten. Damit man auch sieht, man hat eine Banane hinten dran. So. Okay, der schöne Tunnel hier. Oh ja, das ist Mario Kart, Leute. Schön mit 8 Spielern hier. Richtig schön, Klassik noch. Ah, oh, ist geil. So, und das ist ja auch halt die erste Strecke. Die ersten Strecken sind manchmal ein bisschen lame, aber die in 64er Teil, die geht, finde ich. Gibt da schlimmere Erststrecken. Boah, jetzt kommen sie ja nochmal mit Bananen. So, aber trotzdem sind wir Erster geworden. Wunderschön. 8 Spieler. Ja, ja. Ah, die Musik ist ja auch so schön. Also auch schöne Musik hier. So, hier die Punktevergabung. Zack, zack. Ja. Das ist die Punktevergabe. Damals war es nur die ersten 4 bekommen Punkte. Hm. Und hier haben wir die Mubu Farm. Die gab's doch im Vita, wenn ich mich jetzt nicht irre, oder? Ich meine ja. Obwohl mir gerade gar nichts sagt. Nee, dann kannst du nicht gegeben haben, Wii-Teil, oder? Nee, dann glaube ich nicht. Aber in irgendeinem anderen Mario Kart gab es nur als Remake. Hm. Also hier in dem Mario Kart 64, das war halt noch eines der ersten. Gab es noch nicht diese 4 Remakes-Cups. Und von daher, ja, müssen wir uns halt mit 4 neuen Cups begnügen. Aber die machen ja auch alle samt Spaß. Und für damalige Verhältnisse war das auf jeden Fall geil gewesen, das zu spielen. Auch wenn ich damals, muss ich zugeben, auf meiner N64 gar kein Mario Kart 64 besessen hatte. Ich hatte damals nur Diddy Kong Racing. Und das war auch schon ein grandioser Kart Racer gewesen für seine Zeit. Und auch noch heute. Aber, naja. Ich meine, ich habe mir das dann halt schwer gehört gehabt hier für die Virtual Console auf der Wii. Dann habe ich es da gezockt und ja, passt eigentlich dann auch schon.
Ich meine, ich habe ja meine N64 verkauft gehabt. War ja ein sehr schlauer Zug gewesen damals von mir. Aber ich wollte damals unbedingt, wow, ich wollte damals unbedingt die GameCube haben. Und dafür muss halt die N64 weg. Warum ich sie weggeschmissen habe, ich weiß es doch nicht. Und ich habe mir die ja wieder gekauft, aber ich meine, ich habe mir mein Minecraft 64 dazu noch nicht gekauft gehabt. Weiß nicht, ob ich es tun werde, mal schauen. Ich habe es ja hier immer auch schon. Naja, mal schauen. Erstmal haben wir mit Spaß. Yay! So, damit ist Toadi schon vorne. Oh, drei Pilze. Auch schon hier das Geist-Item. Auch geil. Ist auch nicht Mario Kart 8. So. Oder einen anderen Mario Kart später. In Mario Kart Wii gab es das Geist-Item auch nicht mehr. Gab nur hier so. Ja. Mario Kart Double Dash gab es auch nicht das Geist-Item, ne. Hm. Naja. Banane. Dann kann ich euch das hier mal zeigen. Hat nicht ganz geklappt. Man kann, wenn man in eine Banane fährt, B drücken, also bremsen. Und so ein bisschen das Ganze verhindern, das Ausschleudern. Ja, aber hat nicht ganz so gelungen. Und hier sind die Computerspiele echt so, die sind immer einen hinter einem. Und das ist halt schon echt knapp. Gut, ich dachte, Mann, wie hat der Toad da war. Jetzt schauen wir uns mal die Zeiten an von Toad und von uns. Das dürfte, glaube ich, sehr knapp gewesen sein. Na komm, zeig mal an die Zeiten. So, mal gucken. Ja, 2.13.93. Uiuiuiuiui. War schon ein knappes Ding. Also hier sind die Computergegner echt immer die ganze Zeit. Irgendwann, das Spiel sagt sich irgendwann, der Spieler ist so weit weg, dann werden die Computergegner schneller. Ich glaube, so ungefähr läuft das hier. Ja, man sieht ja, wie schnell die sind. Also das ist schon krass, wie nah die hintereinander sind. Und dann, wir sind noch in der 50er-Klasse, ne? In den neuesten Mario Kart-Teilen, da bist du mit 50 schon meist ganz alleine. Ne? Aber damals gab es halt auch noch nicht diese Funktion. Na gut, das Driften gibt es ja hier schon, ne? Also da kommt man schon gut vorwärts. Aber so, na gut, Abkürzungen gab es ja auch schon, ne? Aber trotzdem, man bekommt die nicht so wirklich abgeschüttelt. Das ist schon krass, also auch für damalige Verhältnisse schwer gewesen wie andere Spieler. So, aber da komme ich nicht rein. Da komme ich nur in den 150er-Modus rein, aber mit einem Pilz. Und das ist echt eine coole Abkürzung. So, und wir sind hier bei Koopa Troopa Beach. Und die Strecke erscheint ja auch wieder bei Mario Kart 8. Nämlich bei Sunshine Airport. Also beim Sonnenscheinflughafen. Jetzt weiß ich den deutschen Namen gerade nicht. Verdammt, hat Sonnenscheinflughafen? Warte. Ja. War was irgendwann mit Insignien. Ihr wisst schon, welchen Flughafen. Es gibt ja nur einen Flughafen im Spiel. Und da kann man auf einer Insel hier diesen Koopa sehen, an dem wir gerade vorbeifahren. Das ist schon cool. Muss ich schon sagen. So, einmal so. Dankeschön. So. Schönen Dreierpanzer hier. Die gab es auch schon. Ein sehr nutzvolles Item auf jeden Fall. Und damals, was nur mein neuestes Mario Kart. Oh, hoppsala. Mein neuestes Mario Kart Teil war, konnte man noch Items aufsammeln und man hatte noch. Also, das wurde halt nicht geblockt. Also man konnte halt jetzt hier, sag ich mal, jetzt hier die drei Pilze jetzt gerade nicht. Aber man konnte zum Beispiel eine Banane auswählen hinten und dann konnte man noch ein Item bekommen. Das geht ja bei Mario Kart 8 nicht mehr. Vielleicht hat man eingesehen, ja, könnte vielleicht ein bisschen zu, ja, zu mächtig sein. Ne, kann ja sein, ich weiß ja nicht. Irgendwo muss es ja gehabt haben. Aber ich denke, das ist eigentlich schon ein guter Schachzug, dass man das nicht mehr hinten halten kann und ein neues Item bekommen kann. Weil vor allem der erste dann sich mit Banane, Banane, Banane und dann kriegst du ihn gar nicht mehr. Das ist ja, ne, auch nicht so schön. Oder halt auch die hinteren Spieler, das ist noch gleiche Verfahren. So, letzte Runde sind wir hier schon angekommen. Und wir haben noch eigentlich, also man sieht, die Computerspiele sind echt knapp hinter uns. Ich würde gerne hinten schauen, aber das Feature gab es hier noch nicht. So. Ja, auch nicht so ins Wasser rein, das verlangsamt uns. Also wenn wir zu tief drin sind, so ein bisschen geht, aber nicht zu tief sollte man rein. Banane. So. Oh ja, nein, jetzt habe ich abgeschossen. Na ja, doof, Fehler. Oder ist gerade noch Luigi in die Banane gefallen, will jetzt hier einen Kopf an Kopf rennen mit Toad oder auch nicht. Hab nichts gesagt. So, und das dürfte dann der Sieg sein. Jupp, das war der Sieg. Mein Gott, ich komme die ganze Zeit gegen das. Oh, ich hoffe, das hört hier nicht. Muss aufpassen. So, das war Koopa Troopa Beach.
Ich weiß jetzt nicht, ob der zu heiß Cooper Tuba Beach, aber ich sage jetzt einfach mal Cooper Tuba Beach. Ne? Okay. So, 27 Punkte haben wir da schon mal. Ja. Gut, dann machen wir mal zur letzten Strecke. Und das ist die geilste. Kalimari Desert. Ich finde an dieser Strecke so cool, das Feature, was ihr gleich sehen werdet. Auch wenn ihr es bestimmt alle schon kennt. Aber ich mag hier dieses eine Feature. Das ist echt geil. Und zwar, ich sollte hier nicht so abkommen vom Weg. Und zwar genau das da, was da vorne kommt. Dieser Zug. Ich finde das Feature so geil, dass wenn man so schnell ist, einfach hier warten muss. Das feiere ich voll, das Feature. Das hätte man gerne noch in späteren Teilen sowas einfügen können. Das finde ich voll cool, auch wenn es natürlich den, ne, den Spieleinfluss hier ein bisschen stört, ne? Ich feiere das Feature total. Problem ist leider, das geht leider nur in der ersten Runde mit den Zügen, danach da wird es halt nicht mehr passen mit den Timings. Finde ich sehr schade. Und auch in der 100er und 150er Klasse, da geht es leider dann auch nicht mehr. Schade, aber naja, ich feiere, also das mag ich ja in der Strecke. Das finde ich total geil mit den Zügen. Ich glaube, bei mir unter Einfliegster, alle anderen finde ich, glaube ich, nervig, aber ich feiere da total. Warum habe ich den roten Panzer losgeworfen? Ich weiß es doch selbst nicht, Leute. So. Mein Gott, Toad und Luigi sind richtig nah hintereinander, wenn man sieht, wie weit die anderen weg sind. Ist schon krass. So. Auch ein lustiger Fun Fact, die Schilder hier, allgemein die ganzen Reklameschilder, die sind in der japanischen Version auf Marken basierend, also angelegt. Aber da hat sich Nintendo America und Nintendo Europa gedacht, ne, das geht nicht. Vor allen Dingen, da war, ich meine, eins, doch, das war, eine Marke war zum Beispiel Marlboro, also hier diese Zigarettenfirma. Ich meine, sowas in einem Kinderspiel, ne, geht ja gar nicht, ne. Das hat man wohl schon damals eingesehen. So, ich glaube hier zum Beispiel dieses Mario Star und dieses Luigi war, glaube ich, mit einer 1. Das war, glaube ich, eine Anlehnung an Formel 1. Das Yoshi weiß ich gar nicht mehr. Also es gibt ja echt, die wurden alle, glaube ich, ersetzt mit anderen Texturen. Aber ich weiß jetzt auch nicht gerade so, welche Formel das alle waren. Aber naja. Also wie man sieht, der Zug, der macht leider nichts mehr. Wäre schön, wenn man es nochmal ein bisschen angepasst hätte, das Timing. Aber naja, gut. In der 150er Klasse... Da war, meine ich, auch so, dass nur ein Zug fährt. Hier fahren ja zwei Züge. Und in der 150er Klasse fand er noch ein Zug. Oder was denn, ja. Oder es war bei einem Zweispielermodus, das weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. Aber ich meine, irgendwo fuhr noch ein Zug. So. Mein Gott, der Toad, ne? Das sag mal, guckt euch mal an, wie weit alle weg sind, ne? Und jetzt schaut euch mal Toad hier an. Also, das kann ja nicht so ganz stimmen, ne? Habe ich ihn getroffen? Ich habe ihn getroffen. Geil. Aber die Strecke finde ich auch sehr schön, hier mit den Bergen im Hintergrund und so. Also schon eine geile Strecke hier, diese Desert-Strecke. Schon cool. Und die auf Mario Kart 8. Nein, kann ich mir nicht vorstellen, die auf Mario Kart 8. Weil, ich will es hier groß bieten, obwohl. So Kurven hier könntest du auch einen Anti-Schwerkraft-Modus machen. Ja, naja. Ich bin auch noch gespannt, ob noch eine N64-Strecke hinzukommt als Remake. Wäre mal gespannt, aber man wird es ja sehen. Bei 8 Strecken ist ja... Nur die Chance nicht groß. So, das war der Mushroom Cup und wir haben ihn erfolgreich bestanden. Überall Erster. Das gibt die Gesamtpunktzahl. Cool. So, Results und 4. So, das gibt die Gesamtpunktzahl von 36 Punkten. Ach, guck mal, hier warten sie auf den Zug gerade. Lustig. Schön. Ja, wunderbar. Dann kommen wir jetzt zur Siegerehrung.
und damit unser Verdienst. Dieser Goldpokal für den Maschinencup in der 50er Klasse. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir den Flower Cup in der 50er Klasse bestreiten werden. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei und bis dahin sei Ciao, euer Ninjoshi Tendo.